Ich weiß, ich sollte eigentlich, ne, vermeiden und so, aber. Aber das bin ich nie, Leute. Es tut mir leid. Wenn es nicht sein muss, bin ich es, ne. Ist so wie bei Dishonored. Kennt ihr ja bestimmt. Da bin ich lieber die. Also ich. Weh, ich schieße auch nur so lange erst so in die Ecken. Also mir gefällt das, ne? Also ich gucke da auch gerne zu, tatsächlich. Aber es ist. Beziehungsweise ich gucke, wie es andere machen. So, das wollte ich damit sagen. Als. Wie gesagt, esse ich das selber. Ich bin lieber die, die oben in der Ecke sitzt, mit, also die entweder Leitknaller drauf zurennt. Oder was mir am liebsten gefällt, ist, wenn ich oben in der Ecke sitze und zum Beispiel mit. Hier haben wir alles, ne? Hier haben wir alles gut. Na? Jetzt komme ich nicht drauf. Mit Pfeil und Bogen oder so, ne? Mit Pfeil und Bogen ist total geil. Und. Jo. Ah, jetzt sind wir hier. Nee, so. Oh ja, doch. Das ist doch hier, oder? Wo die den abgeknallt haben. Nee, nee, noch, nee, es ist woanders gewesen. Moment. Moment! Kriminaldatenbank der Polizei von Servern. Jerry Potter 73, britisch, männlich 30, blubiblub. Datum, Art des Delikts, Verkehrsdelikt, starkes Überschreiten von Höchstgeschwindigkeiten, Besitz von Klasse C Drogen, Cannabis, Gardinien, unerlaubter Besitz von Sprengstoff unter verdächtigen Umständen und unerlaubter Waffenbesitz, Vorbereitung eines Verbrechens. Zusätzliche Informationen: Am 4. Juni 2015 unterzeichnete Jared Potter, dass die Informationen. Informantenarbeitsübereinkunft mit der Polizei von Servern. Neue Profilakten Servern. Seafern. Weiß ich nicht. Guck mal, hier noch kleine Briefe. Kleine Briefe. 3.6.15. Ben hat mich angerufen und mir gesagt, dass wir am Arsch sind. Die Bullen haben Jared und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns auch kriegen. 5.6.15. Jared war bei mir und hat nichts davon gesagt, dass sie ihn verhaftet hätten. Er hat einfach getan, als wäre nichts gewesen. Als ich ihm sagte, dass was Ben mir erzählt hat, antwortete er nur, dass Ben spinnen würde und die Bullen hätten nichts gegen ihn. Er hatte nur einen Ausflug nach London gemacht. Ich bin mir verdammt sicher, dass da etwas faul ist. Und wenn Jared die Bullen am Arsch hat, können wir ihm nicht mehr trauen. Dumme Laufen für einen Jared. Ach, wir wissen nie, was passiert. Hey, hear me out, please. Just hear me out. What do you want? You're here for Jasper, yeah? They've got him back there. And why are you here? They locked me up because I was helping him out, but I only did it out of fear, I swear. I've seen him kill people just for disagreeing with him. Please, please, if you leave me here, they'll kill me. Ja, wie kann ich dir helfen? Wait, I'm coming. Wait, I'm coming. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Kumpel war. Oh, Jared meinte hier, verarscht mich. Aber hier komme ich nicht rein. Okay, warte mal. Nee. Ja, wartet doch mal mit deiner Entscheidung hier. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Muss ich vielleicht von hinten rein? Warte mal.
Wir gucken mal. Nee, da komme ich ja bestimmt nie rein. Wie kann ich den jetzt retten? Ich sehe immer noch gut in den Menschen. Match found. Jared Porter. Ach, Jasper, Jared. Ach, ich habe die beiden jetzt verwechselt. Genau. Ach, das ist das. Jared. Okay. So, also wir wissen, dass er irgendwas mit den Bullen anscheinend zu tun hat. Und so ein Mist. Und schön, aber irgendwie tut er mir ein bisschen leid, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie ich den jetzt rausbekomme. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt hier weiter hintergehe, dass es dann... Bringt mir ja nichts, aber das. Greife ich schon wieder nicht. Gut, lass mich mal kurz nachdenken. So, ich komme da nicht ran. Hier kann ich schießen, das ist schwarz, ja. Aber hier kann ich da bestimmt irgendwas machen, aber... Mein Gott! Ich möchte dem jungen Mann helfen. Zu seinem Glück. So, aber selbst hier ist ja nichts, wo man sagen könnte, da ist... Ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt gehen würden, ob da... Ist aber auch nichts. Ich denke, wenn wir jetzt gehen, haben wir die Entscheidung jetzt schon getroffen, dass wir den zurücklassen. Denke ich mir mal. Ach, Jasper hat sich fast 10 Jahre lang komplett unauffällig verhalten. Er war beim Militär in den 90ern, wo er die Leute kennenlernte, die ihm heute Arbeit als Söldner verschaffen. Dann wurde er entlassen. Er genießt seine Entspannungsdrogen, Marihuana, blum, blum, und verdient etwas Geld mit dem Verkauf dieser Substanzen. Er handelt nur mit kleinen Dingen, kleinen Mengen, um nicht aufzufallen. Er ist unberechenbar und sprunghaft, aber der beste Söldner, den ich kenne. Oh, meine Ohren tun so weh. Pass mal, wenn wir jetzt hier gehen, lass mit den Typen hinten im Stich. Und das wollen wir, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Wir müssen das öffnen, ne? Dann kann der gehen. Aber ich kann mit dem nicht reden. Das ist genauso dumm. Da. Tut mir leid, dass ich das jetzt so zieht. Vielleicht schneide ich das raus. Oh, ich möchte dem jungen Mann wirklich helfen zu seinem Glück.
Aber selbst mit dem geht das nicht. Ich habe gar keine Munition mehr. Oh je. Oh je, da müssen wir uns Munition verschaffen. Nützt ja nichts. Greife ich nicht, wie ich aufmachen soll. Oh Gott, ich hab's gleich. Null. Warum habe ich denn da null? Mutti. I don't know. Ich bin 3 Schuss, komm schon immer. Greif ich ja bloß nicht mehr rum. Das ist ja die 3. Die 2. Und die 1 nimmt er nie. Ja, hab ich ja. Nein. Ach, wer ist da? Ich hoffe, ich schneide das alles so raus ein bisschen. Wie ich halt hier so bei der Steuerung gucke und so, das ist ja alles uninteressant. Und wie ich mich jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde zum Host mache. Aber ich weiß nicht, wie ich dem Typen helfen kann. Und ich werde auch hundertprozentig jetzt nie ewig und 3 Tage damit verbringen. Mache ich nie, weil das sonst zu lange dauert. Ja, so schon wie es ist, ne? Wir können hier hoch nochmal gehen, hier drüben nochmal rein. Aber da werden wir auch nichts finden. Ja gut, dann muss ich halt wahrscheinlich mal in den Lösungen dann hinterher gucken. Nützt nix. Kann ich ihm leider nicht helfen, den kleinen Boy. Aber auch nichts. Tut mir leid. Tut mir wirklich sehr leid. Aber ich weiß nicht, wie ich hier hinten rankomme. Ich drück genug. Und wenn ich hier hinschieße, geht's nicht. Tut mir leid. Hier ist auch nichts. Meine an. Aber das ist ja auch nicht viel wert. Nö, hier ist nix. Sorry. What the hell? Oh, Scheiße, er ist schon gestorben. Jasper, er weiß Bescheid und er kommt. Triff mich in der Villa. Ich bin unter Rakes. Rose. Okay. Still no memory of Jasper. Found his phone though. Ach Mensch, habe ich jetzt verkackt oder muss das so sein? Das muss wahrscheinlich so sein, ne?
You brought me out, Red. There's no pain. I can think this time. Red, did you see that? We've got a name and a place. Rose and a mansion. Red? Red? Are you there? Red! Konnte ich den dann retten? Ach nö, jetzt bin ich wieder der Anspruch. Ja, ich weiß, da werde ich immer wieder zurückkommen, aber... Red! Hey! Were you watching? Who's Rose? And where is this mansion? Red! We still haven't finished our investigation into this Jasper business, Mr. Black. What do you mean, haven't finished? We've got a name, a place. Jasper's dead. We need to... I will say what we need to do, Black. You are here at my convenience, and you wear my technology. Do not fucking cross me! Nobody crosses me. Okay, fine. Then what do I do? Red, I said what do I do? Oh, never mind. I'll just proceed, shall I? Der faule Apfel. Ich habe mit Ben und Eric gesprochen und dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Der faule Apfel muss so schnell wie möglich entfernt werden. Wir können kein Risiko eingehen. Mich würde mal interessieren. Wie schon am Telefon gesagt, die Sache ist heikel, du arbeitest für mich und befolgst meine Befehle. Wenn du das nicht hinbekommst, finde ich jemand anderen, also mach keinen Scheiß. Gut. Zeitung. Okay. Opfer oder Täter. Zuerst war da der Leichnam eines Mannes in einem Lagerhaus nahe der Route 10. Dann haben wir erfahren, dass sein Name Jasper Braddow ist. Jetzt wollen wir zum ersten Mal untersuchen, um wen es sich dabei handelte. Einen unschuldigen Mann als Opfer eines Psychopathen? Oder war er ein kaltblüter Krimineller, der seine gerechte Strafe erfahren hat? Nach seiner Entlassung aus dem Militär vor etwa 10 Jahren kehrte Braddow in sein Heimatland zurück und startete umgehend eine beeindruckende, offiziell dokumentierte Karriere als Krimineller. Nur 4 Monate vor seinem Tod wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet. Hatte sein Tod mit Drogengeschäften zu tun? Oder kam er mit seinem Leben einfach nicht mehr zurecht? Die Polizei hat die Möglichkeit eines Selbstmords noch nicht offiziell ausgeschlossen. Ihr Jonathan Frank. And more. Grausames Verbrechen im Lagerhaus von Brian Scott. In dieser Woche wurde in einem verlassenen Lagerhaus die Leiche eines 30 bis 40 Jahre alten Mannes gefunden, wobei noch rein gar nichts über seine Identität bekannt ist. Detective Chief Inspector Edwin Hux sagte dazu, das Opfer wurde offenbar auch sehr kurzer Entfernung erschossen, aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich dort vor dem Auffinden befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt. Schon wieder. Wird das nicht schon mal gelesen? Über die Identität des Opfers wurde noch keine näheren Angaben bekannt gegeben, aber laut einer den Ermittlungen nahestehenden Quelle handelt es sich um ein Verbrechen mit zusammen mit Drogengeschäften. Das habe ich schon mal gelesen, oder? Das will ich noch. Listen, it's me. You need to tell me where the fuck you are and what the fuck is going on. You got a lot to answer for, you know that. Call me back the second you get this or there'll be consequences. Okay, also ich werde das jetzt bloß mal überfliegen. Ihr könnt euch da Pause drücken, in Ruhe lesen. Kennt ihr ja. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen unseren Dank für Ihren Beitrag. Erfolgte Operation, Greifwagen auszusprechen, Sie und andere mit Lernen, sicher fällt vor, bitte. Kommunikation und bei der Koordinierung der nachrückenden Truppen herausragende Arbeit abgeliefert. Ohne Ihren wertvollen Beitrag wäre die Operation Greifwagen nicht in solchen Erfolg gewonnen. Glückwunsch, steht auf Leistung. Blum. Gut. Jasper. Und mit jetzt durch.
Dieser Ort wird Patronenlager genannt. Es ist ein verlassenes Lagerhaus, etwas weniger als einen Kilometer von der Tankstelle an der Road 10 entfernt. Aber hier wurden nie Patronen oder ähnliche Dinge gelagert. Angeblich nennt man das ehemalige Lagerhaus nur so, weil hier im Laufe des Jahres jede Menge Patronenhülsen gefunden worden sind. An diesem Ort sind wahrscheinlich schon eine ganze Menge Morde geschehen. Und oh. Up and down, up and down, up and down. Komm, wir drehen die. Dann sind wir so verliebt. Ich darf keine Musik mehr so. Safe is safe. Ich darf keine Musik mehr so vor den Aufnahmen hören. Da muss ich mich immer so zusammenreißen, dass ich nicht lossinge laut. Muss ich jetzt in das Bild rein? Wahrscheinlich, wenn das hier so liegt. Kamera spinnt immer so. Ich lasse die einfach mal kurz aus. Das geht, warte mal. Brumm. Pum, 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 muss ich da mal nachgucken, ob ich es rauskriege. The man from the other asylum. Building B, Building C. So. Das fehlt mir auch so. 88%, 89%. Okay. Gut. Ich werde mal ganz kurz die Aufnahme... Oder? Ich weiß nicht. Es hängt gerade so ein bisschen an. Ich sehe es bloß im Hintergrund, dass die Kamera ein bisschen spinnt. Ich hoffe mal, das spinnt manchmal ein bisschen und dann ist es aber in der Aufnahme nicht so. Aber ich werde einfach mal vorsichtshalber die Aufnahme mal kurz cutten. Wir sehen uns gleich wieder.